Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zurück zur IT-Sicherheit. So, heute wollen wir uns angucken, wie Passwörter tatsächlich gespeichert werden. Und das ist vielleicht gar nicht so eingänglich, wie man vielleicht denken würde. Es geht darum, um das Speichern von Passwörtern in Datenbanken und nicht einfach so auf eurem Rechner oder sowas oder in eurem Kopf oder so, sondern man möchte davon ausgehen, okay, ein Angreifer erlangt jetzt diese Datenbank von Nutzern und Passwörtern. Das kann mal vorkommen, wenn man irgendwas kaputt gemacht hat. Man möchte natürlich den Schaden möglichst gering halten und den Nutzern möglichst viel Zeit geben, ihre Passwörter zu ändern. Also nehmen wir an, jemand stiehlt die Datenbank von unserem Forum, dann kann es natürlich sein, dass diese Passwörter relativ schnell gecrackt werden, was uncool ist. Deswegen möchte man natürlich so viel Zeit wie möglich irgendwie da reinschieben, dass es extrem lange dauert nach dem Klauen der Passwörter, bis er sie auch wirklich verwenden kann. Und das geht. Das ist ziemlich cool und da gibt es Mechanismen, um das möglichst langsam zu machen. So, also wir haben ein Passwort. Das Passwort muss natürlich irgendwie auf unserer Website gespeichert werden. Am besten auch so, dass der Admin selber nicht weiß, was für ein Passwort da drin steckt. Okay, das heißt, wir salten das ganze Ding. Das heißt auf Deutsch salzen, aber es hat trotzdem nicht wirklich eine Bedeutung. Was passiert ist, wir hängen einfach irgendeinen zufälligen String hinten dran, hinter dieses Passwort. Der kann aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen oder sowas bestehen, teilweise sogar Sonderzeichen, je nachdem, was ihr da für einen Zufallsgenerator benutzt. So, und jetzt können wir hier hinten dran das Ganze mit einer Hash-Funktion hashen. Wir haben schon gehört, einen Hash-Wert kann man nicht mehr zurückrechnen auf eine normale Funktion. Was es mit dem Salting auf sich hat, komme ich gleich dazu, keine Sorge. Das heißt, wir benutzen eine möglichst langsame Hash-Funktion, damit natürlich, wenn ein Brute-Force-Angriff gestartet wird, es möglichst lange dauert, um alle Hashes zu berechnen. Das heißt, jemand, der unsere Datenbank klaut, der braucht auch länger, bis wir hier irgendwas, bis er wirklich ein Passwort wieder rausgefunden hat. Das bedeutet, wir bekommen sowas in diese Richtung raus. Algorithmus, der hier jetzt benutzt wurde, war Bcrypt. Das ist ein ziemlich langsamer Algorithmus und der unterstützt sehr, sehr viele Runden. Ich habe jetzt in dem Fall gerade mal 6 Runden verwendet. Man kann aber, glaube ich, bis zu 30 Runden gehen. Das heißt, es wird 30 Mal gehasht, also Hashwert vom Hashwert vom Hashwert vom Hashwert vom Hashwert vom Hashwert und so weiter und so fort von Passwort LLU0G6U-FIPA. Genau, das war übrigens tatsächlich zufällig und das ist wirklich der Hashwert zu diesem Passwort mit diesem Salt. So, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich muss dieses Passwort auch irgendwie wieder verifizieren können. Das heißt, wenn der Nutzer sich anmeldet, dann will der nicht Passwort LLU0G6UFIPA eingeben, sondern er möchte Passwort eingeben. Das heißt, dieser Salt, der muss jetzt irgendwie noch hinten dran gehängt werden, damit ich natürlich auch weiß, dass da hinten überhaupt so ein komisches Ding ist. Und dass das Passwort jetzt diesen Salt benutzt. Und was jetzt beim Überprüfen passiert, ist folgendes. Wenn der Nutzer sich anmeldet, wo ist meine Maus, dann gibt er sein Passwort ein. Das Passwort wird wieder gesaltet, das heißt, es wird für den Nutzer der richtige Salt genommen. Eventuell muss man sich unbedingt an dieses Passwort anhängen. Manchmal ist es auch einfach in der Tabelle, also in der Nutzertabelle, ein separater Eintrag. Das heißt, das Ding hier ist auf den Nutzer zugeschnitten, der hat einfach diesen Salt, der wird hinter sein Passwort gehängt, es wird wieder gehasht und dann wird das hier wieder ausgerechnet und überprüft, ob das auch wirklich so ist. So, jetzt, warum benutze ich dieses dämliche Salting von Passwörtern? Salting bedeutet, ich hänge einen zufälligen String an und mache dadurch natürlich das Passwort viel, viel stärker. Was natürlich jetzt passieren kann, ist, wenn ich zum Beispiel ein recht häufiges Passwort, wie zum Beispiel Passwort habe, dann kann dieses Passwort sehr, sehr schnell gefunden werden. In den meisten Fällen reicht es einfach schon, den Hashwert von Passwort, also ohne Salt, in Google einzugeben. Und dann kommt man meistens sogar auf eine Seite, die das schon mal gemacht hat, also die schon mal diesen Hashwert gebruteforced hat und diesen auch gefunden hat. Das heißt, für Passwort existiert höchstwahrscheinlich ein Hashwert und der ändert sich ja nicht. Der Hash von Passwort ist immer genau derselbe. So. Was jetzt also mit diesem Salt passiert ist, das ist so ein komischer Zufallsstring, der hinten dran gehängt wird. Das heißt, das Passwort ist plötzlich nicht mehr Passwort, sondern was ganz Komisches, was wahrscheinlich noch nicht vorher gehasht wurde, was wahrscheinlich auch, wenn man es brute-forcen möchte, wirklich verlangt, dass man von vorne anfängt, das Brute zu forcen. Klar, den Salt bekommt der Angreifer auch, aber er kann nicht einfach hergehen und sagen, ich habe sowieso schon 100.000 Mal das Ganze berechnet.
und kann einfach in der Tabelle, die ich schon vorgefertigt habe, nachgucken, was da jetzt drin ist. Solche Tabellen nennt man übrigens Rainbow Tables und genau gegen diese Rainbow Tables sind eben Sols sehr nützlich. Was nicht hilft, ist natürlich, wenn ich eine richtig große Passwortliste habe und dann tatsächlich diese Hashes auch immer berechne und den Salt einfach jedes Mal hinten dranhänge. Das heißt, es gibt immer noch Brute Force Angriffe, das steht absolut außer der Debatte und das Passwort, groß geschrieben hier, würde trotzdem sehr, sehr, sehr leicht gefunden werden. Aber man könnte keine Rainbow Tables benutzen und deswegen ist das hier wirklich sehr, sehr nützlich und sollte wirklich auch immer so gemacht werden. Natürlich sollte man immer ein starkes Passwort benutzen und Sols, logischerweise. Aber das dürfte euch wahrscheinlich klar sein. So, und das war's auch schon von meiner Seite. Nochmal zum Nachschlagen, wenn ihr diesen Hash-Algorithmus sucht, B-Crypt. Also B-C-R-Y-P-T. Ich habe vergessen, ihn auf die Folien zu schreiben. Und das ist eigentlich auch alles von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.